Ich werde Ihnen im nachfolgenden Video zeigen, wie Sie im Power Protect Data Manager eine Data Domain als Backup Storage konfigurieren können. Wir melden uns im Power Protect Data Manager mit Admin und dem dementsprechenden Passwort an. Im Infrastrukturmenü unter dem Punkt Storage können wir dem Protection Storage durch Klicken auf den Add-Button eine Data Domain hinzufügen. In dem Add Storage Dialog wählen wir aus, ob wir nur eine Data Domain hinzufügen wollen oder alle eines Data Domain Management Centers. Ich hier in meinem Beispiel möchte nur eine Data Domain konfigurieren. Der Data Domain gebe ich einen Namen und die IP-Adresse oder den Full Qualified Domain Name meiner Data Domain, die ich hinzufügen möchte. Unter Add Credentials kann ich Login und Passwort auch wieder unter einem Credential-Namen in Power Protect ablegen, sodass ich mich auf die Data Domain anmelden kann. Mit Verify überprüfe ich die eingegebenen Werte und akzeptiere das ausgestellte Zertifikat und habe nun eine Data Domain fertig konfiguriert. Als Ergebnis habe ich nun eine fertig konfigurierte Data Domain als Protection Storage, ready für einen Backup. Im Dashboard sehe ich unter dem Protection Storage den belegten und freien Speicherplatz der eben von mir hinzugefügten Data Domain. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mein Name ist Jürgen Schubert, Data Protection Division der Dell Technologies hier in Deutschland.